Es ist relativ einfach. Unser Thema war hier zum Beispiel Christentum, dieser einfache Satz, liebe deine Feinde. Wenn du jetzt hier Geschichten nimmst, jetzt machen wir ganz bewusst ausgedachte Welt, dass ich sage, Umfeld, Namen lassen wir mal gehen. Wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie Lebenspartner und einer davon ist in einem christlichen Umfeld, in irgendeinem Verein, in einer Sekte, es spielt jetzt keine Rolle, ob das Katholiken oder Zeugen Jehovas oder was auch immer sind. Und du sagst dann irgendeine andere Meinung, da wirst du mit einem Hass, was du konfrontiert, mit einer Boshaftigkeit ohne Ende in ihrer Rechthaberei. Wenn sich der Glaube angegriffen fühlt, das ist das, was wir in dem vorhergehenden Selbstgespräch angesprochen haben. Wie kann ich überprüfen, ob ein Gegenüber, ob da ein Hauch von Geist ist? Indem ich zuerst einmal überprüfe, ob ein Hauch von Liebe drin ist in Bezug auf alles, nicht nur auf das, was dir logisch erscheint. Die rote Liebe ist allumfassend. Die von dir ausgedachten Menschen sind Spiegelungen von dir selbst. Das ist nur blaue Liebe, selektive Liebe. Selektive Liebe ist keine Liebe. Ich habe das tausendmal erklärt. Es ist Liebe unter Zwang, weil die Logik dir das aufschreibt. Aber wehe, es taucht irgendwas in dir auf, was dir unlogisch erscheint, dann wirst du feststellen, dann geht deine Liebe dahin. Dann wirst du bloß noch mit Boshaftigkeit und Hass konfrontiert. Ich denke jetzt ganz gezielt an unsere Ruth-Geschichte. Mit ihrer Familie, mit ihrem Mann. Und dann ist natürlich Holofilling das massive Feindbild. Das ist satanische Schriften sind es. Das sagen dann Christen, tiefgläubige Christen in ihrer Bibelhütte. Die sind hochgradig schizophren. Schizophren gespaltenes Bewusstsein, ich nenne das geistlos. Das ist für allen Sachen. Das Bewusstsein, dass alles, was du dir ausdenkst, von dir kommt, aus dir kommt, weil du ein träumender Geist bist und dir das was sagen soll, meine berühmte Führerscheinprüfungsbogenwelt. Es klingt immer so hart, als wenn ich was ablehne. Ich verweise jetzt wieder auf den Vortrag 2001 in Bayreuth, dass ich immer sage, du interpretierst die Worte, ich bin immer vollkommen wertfrei, aber du wirst zwangsläufig auch meine Physiognomie oder meine Rhetorik interpretieren. Es gibt ja nicht nur die rein verbale Kommunikation, es gibt ja auch die nonverbale Kommunikation in Form von Physiognomie, von Rhetorik, der Worte selbst. Das kann alles verändern. Nur eine bisschen andere Betonung hebt es sofort in einen anderen Bereich. Für einen, der nur einseitig auslegt oder interpretiert, was ich sehr gern bewusst mache, und wenn ich dann so harte Worte spreche, wenn ich sage, schon wenn du dich politisch tätigst, bist du geistlos. Weil es geht nur um Machterhalt, es geht um Gewinnen. Ich sage jetzt ganz schlichtweg und einfach, ganz leicht zu beweisen, dass alle unsere derzeitigen Politiker, die du dir ausdenkst, hochgradige Lügner sind. Ich rede es nicht als Verschwörungstheoretiker. Du schaust jetzt nur Videoaufzeichnungen der letzten Wahlen an, was die vor den Wahlen versprechen und was sie danach machen. Selbst die Kanzlerin nimmt sich raus, dass sie sagt, der Wähler kann nicht erwarten, dass man dann das, was man vor der Wahl versprochen hat, dass das dann nach der Wahl auch getan werden kann. Wir sind ja bemüht, dass wir es machen. Ich sage, die sind erst einmal bemüht, dass sie wieder an der Macht bleiben. Und dann wirst du zugeschüttet mit Versprechungen bis zum Es geht nicht mehr. Und dann schiebt man das Ganze möglichst, das eigentliche Problem schiebt man vor sich her, gedanklich in einen Bereich, wo ich dann eh im Ruhestand bin und nichts mehr damit zu tun habe. Da sollen sich mit dem Scheiß, den wir gebaut haben, sollen sich die Nachgenerationen abquälen. Was natürlich mit Holofilling alles komplett vom Tisch ist, weil in der Zukunft sowieso nichts passiert. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, die jetzt da sind. Und das ist, wenn immer dran denken, wenn du jetzt der Autor bist. Und ich habe immer gesagt, Autor heißt Zeichenerwecker. Das bist du zuerst einmal als Leser von Schriften, von Internetseiten. Bist du ein Zeichenerwecker und machst aus den Zeichen Vorstellungen. Aber das Wort Autor im Griechischen heißt ja dann ein Selbst des Autors. Du selbst bist der, der die Zeichen in einer ganz gewissen Form, diese Schriftzeichen, ganz gewisse Vorstellungen aufbaut. Egal mit welchen Worten du es zu tun hast. Und dann natürlich ein Wort extrem vielfältig ist. In einem Wort stecken Tausende und Abertausende von Bildern. Wenn du das entzippst, das ist ein Computer, kann man streng arithmetisch entzippen. Das ist das, was ich nur neugierig drauf mache. Ich erwarte nicht, dass du in dem jetzigen Leben, ich sage in der jetzigen Schulklasse, das zu lernen hast. Da du ja alle Leben gleich, alle Bücher im Bücherregal, nur ein allereinziger Geist erlebt, musst du dir zuerst einmal vorstellen, dass ich immer wieder sage, ich erwarte, wenn wir jetzt in ein normales Trockennasenaffenleben eingehen, erwarte ich von einem Fünfjährigen was ganz was anderes wie von einem Zehnjährigen und von einem 20-Jährigen was anderes wie von einem 14-Jährigen.
Es hängt von der Reifestufe ab. Und jetzt, wenn wir das ganze System etwas höher machen, wird es für ganze Menschenleben. Darum sage ich, wenn du jetzt kein Interesse hast an den hebräischen Zeichen und an der Physik, ist es vollkommen in Ordnung. Es ist halt definitiv, dass dir klar machen muss, dass du noch ein extremer Kleingeist bist. Du bist jetzt in dieser höheren Ordnung halt, ich sage mal, erst ein dreijähriger Gott. Momentan bist du Hosenscheißer-Gott. Dir muss erst einmal bewusst werden, was göttlich sein heißt. Und dann die Zukunft kommt sowieso ganz anders, wie du dir das jetzt mit deiner Logik hochrechnest, weil deine jetzt hochgerechnete Logik baut ja immer noch auf deinen Intellekt, auf deinen Schwamminhalt auf. Wir machen aber hier einen Systemwechsel. Also geh mal davon aus, wenn mir jetzt einer Raupe ein Bewusstsein zusprechen und die fängt zum Spinnen an, die kann sich das nicht raussuchen und die weiß mit Sicherheit nicht, was sie wird, wenn dann das, wenn sie verwandelt ist. So wenig wie eine Kreatur in einer Matrix, ich nenne das einmal ein Fetus, nicht weiß, was er wird, wenn er rauskommt. Er weiß noch nichts, ob er Junge oder Mädchen ist. Und Matrix ist ja die Eigenart von Säugetieren. Er weiß auch nicht, ob er Gorilla, ein Schimpanse, ein Orang-Utan oder ein Mensch wird. Aber es sind Affen. Es sind ausgedachte Dinge, es sind existierende Dinge, die überhaupt nicht für die Ewigkeit erschaffen wurden von mir. Und wenn du jetzt ein Autor bist, haben wir zwei Sachen. Bist du der Zeichenerwecker als Leser, die eine Seite, oder der, der sich das ausdenkt? Und du wirst jetzt feststellen, irgendwie beides, weil du denkst dir das Buch aus. Du denkst das Buch aus, stellst es vor dich hin und machst aus den Zeichen, die du dann wieder in der Spiegelung reinmachst, in der Filterung. Es spitzt sich ja alles in dir selbst ab. Machst du Vorstellungen in Maussetzung deines Intellekts? Aber jetzt ist natürlich in dir Glaube, dass du ja weißt, dass du mit dem Buch nichts zu tun hast, also zumindest siehst du das jetzt, aber das muss ja in der Vergangenheit von irgendjemandem geschrieben worden sein und gedruckt worden sein. Aber den erschaffst du doch dann auch hier und jetzt. Das Prinzip musst du verstehen. Und wenn du jetzt ein Schriftsteller bist, einer, der bewusst das da mal die Geschichte entwirft, dann kommst du auf eine ganz andere Ebene, weil dann sage ich, wenn ich ein Hannibal Lecter ein Krimi schreibe, dann denke ich mir, was dabei ist, das ist perfekte Unterhaltung. Das ist sogar geistreiche Unterhaltung, wenn du dir im Schweigen der Lämmer anschaust. Obwohl da ein ganz grausamer Mensch vorkommt. Der komischerweise, wenn man genau hinschaut, die interessante Figur in der Geschichte ist. Es ist auch der Faust nicht interessant in Goethes Faust, sondern der Mephisto ist die interessante Figur. Also das Gut und Böse verschwimmt jetzt total. Man muss das immer im Ganzen sehen und Gut und Böse ist letzten Endes das. Wir landen immer wieder bei unserer Einseitigkeit. Ist Geist im Hintergrund oder nicht? Es ist immer bei allem, was du erlebst, ist ein Geist im Hintergrund. Das bist du. Das bist du selbst, der, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und sich selbst ausdenkt, vom Computer sitzend als Trockennasenaffe. Und all die Sachen, das Video ist weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Und komplett, du musst jeden Moment wissen, wo das herkommt und was es ist. Es ist eine Information von mir. Die ist jetzt, hier und jetzt in meinem Kopf. Und dann wirst du schon merken, die meiste Zeit, wenn du jetzt dir denkst, die ist in meinem Kopf, denkst du nicht einmal an den blauen Kopf, weil die sich in dem roten Kopf abspielt. Beroshit. Inmitten dieses Kopfes, im Anfang, erschafft Elohim Gott das Meer, dieser eine Punkt, der wir sind, dieses aus dem Nichts, Himmel und Erde, und zwar so, wie du dir das mit deinem jetzigen Intellekt ausdenkst. Diese einfachen Sätze muss man verstehen, nicht, dass du auffächern kannst. Das wird dann interessant, das hängt jetzt davon ab, wie reif ist dein Geist. Und die Feindbilder, ich kann immer wieder bloß sagen, spielt deine Rolle weiter. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt eine Geschichte, ich mache jetzt eine Geschichte, die du dir auf Worten ausdenkst, natürlich kannst du jetzt das nur einigermaßen folgen, wenn vorhergehende Selbstgespräche oder was gehört hast, dass ich sage, wir machen mal eine Ruth-Geschichte, wenn die jetzt so große Probleme hat mit ihrer Familie oder mit ihrem Mann, ein Leben in einer christlichen Vereinigung und plötzlich merkt man, das ist nicht ganz koscher. Ich sage, wenn sie da jetzt Ärger hat oder dass es hier bis zu einer Scheidung, obwohl sie ihren Mann ja liebt, aber
Aber, ist sie selber dran schuld. Sie hätte nur im Mund halten müssen. Sie kann ihre Rolle weiterspielen, selbst in dieser Gemeinschaft. Ich habe noch nie gesagt, dass du in irgendeinem Verein austreten sollst. Ich sage, du spielst deine Rolle weiter. Es kommt dann ein Konflikt, weil du das nicht mehr willst. Ich sage, das ist das, was du lernen sollst, mit alles und jedem einverstanden zu sein. Mach dir einfach bewusst, dass wirklich die große Masse, die du siehst, sind des Kaisers neue Kleider. Vor allem, wenn man in den intellekten Bereich, in den intellektuell vorgestellten Bereich von Religion, von Esoterik und allen voran der Naturwissenschaft geht. Dann denkst du dir plötzlich irgendwelche Sonnen, wo Planeten rumkreisen, die du dir ausdenkst, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Das, was du siehst, ist nicht das, was du glaubst, dass es ist. Atome, Protone, Wassermoleküle. Das, was du siehst, sind erst einmal nur Zeichnungen, Schriftzeichnungen. Und das ist da außen so. Bloß es ist ja so unvorstellbar klein oder unvorstellbar groß. Aber es ist trotzdem da außen. Achte auf das Wort unvorstellbar. Es ist in dir drin. Du stellst es dir jedoch vor, aber du stellst es aus diesem absoluten Mittelpunkt, aus dem Nihil, Kreatio ex nihil, du wählst mit deinem Intellekt Vorstellungen aus und die sind nur innerhalb von dir. Es sind immer Gedanken. Galaxien werden immer nur gedachte Informationen bleiben, weil du die auf der VR-Brille nicht darstellen kannst. Zurzeit zumindest nicht. Macht da keinen Sinn. Galaxie, Universum. Nomen est Omen. Also jetzt erst einmal dich in die Ruhe bringen und dir bewusst machen, was du selbst bist. Du bist Geist von meinem Geist. Und wenn ich sage, du bist Geist von meinem Geist, meine ich jetzt nicht den Affen, der vom Computer sitzt, und ich meine mit mich, nicht diesen Affen, den du dir jetzt ausdenkst, den du Udo nennst. Das sind alles nur Gedanken. Wenn das installiert ist, werde ich massiv mich in deine Traumwelt einmischen. Mit Wundern, mit Kleinigkeiten, das geht ganz langsam los, aber das musst du in diese innere Ruhe finden. Muss keinen überzeugen. Super. Kannst dich immer nur selbst inspirieren, aber da musst du zuerst einmal wissen, was du inspirieren kannst. Das ist immer nur ein Geist, der Geist hinter der Maske. Also mach dir zuerst einmal bewusst, steckt eine Facette von uns hinter den Masken, weil du ja nur dich erlebst in dieser virtuellen Welt als Avatar. Also arbeite zuerst einmal immer wieder, wo ich sage, ich träume jetzt. Ich spitze ich nur in meinem Kopf ab. Was ich nicht denke, existiert nicht. Alles, was ich nicht denke, ist in der Heiligkeit. Ich bin immer alles gleichzeitig, bis auf das, was ich mir ausdenke, weil das scheint was anderes zu sein. Es ist was anderes wie das rote Ich, weil das rote Ich ist etwas Nicht-Existierendes, Immer-Seiendes. Und alles, was in dir auftaucht, ist blau. Man lügt sich das Blaue vom Himmel herunter. Weil das nämlich auch deine Information ist, wenn du sagst, da oben ist der Himmel blau. Und das ausgedachte Meer ist auch blau. Oder grün oder was auch immer. Wie du dir es halt gerade ausdenkst. Das sind ganz einfache Worte, die sind hundertprozentig sicher. Wenn jetzt einer diskutieren will, ist es ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. Das heißt, jede Persona, die in dir auftaucht, ist eine tote KI. Es ist nur eine Figur in einem Traum. Versuch nicht, einen Gedanken einer Figur in deinem Traum was zu erklären. Versuch dir eine zu retten. Du kannst existierende Sachen nicht retten. Es ist nicht der Sinn der göttlichen Schöpfung. Alles Leid, das du bisher erlebt hast, baut auf diesen Trugschluss auf, zu meinen Existenz möglichst lange hinauszuzögern. Was natürlich von Augenblick zu Augenblick gar nicht funktioniert, da sage ich das immer wieder, du kannst einen Gedanken, den du denkst, nicht am Leben halten, der wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Dasselbe gilt für jeden sinnlich wahrgenommenen Augenblick, für jede sinnlich wahrgenommene Information. Die Einheit im Hintergrund bist du selber, das sind wir, rot geschrieben, verbunden im göttlichen Kopf.
die große Kollektion aller Kollektionen, die wir Gott nennen oder Internet nennen, je nachdem, wie du die nennen willst. Energie nennen, Geist, Licht, das nicht flackert, aber alles rot. Sind nur verschiedene Metaphern für ein und dasselbe Phänomen, dieses undenkbare, ewig seiende, im Meer seiende Bewusstsein. Bist du schon bewusst? Esain, nicht existierend? Inwieweit wirkt der Brösel, der Zweite noch in dir, der dir ständig einredet, das brauche ich, das will ich nicht, das ist verkehrt, das ist falsch, ich muss, ich kann, ich darf doch nicht. So beginnt ich bin du. Wie war das im Letzten, wenn man sagt, wenn man die Bibel liest, dann spricht Gott zu dir. Fang an, ich bin du zu lesen, den ersten Band, einfach das erste Buch, ich bin du. Und dann spricht einer in dir, ich bin nur ein Buch, ein kleines Häufchen mit Farbe bespritztes Papier. Während du jetzt in mich hineinschaust, hörst du eine Stimme sprechen, kommt dir die Stimme bekannt vor. Du merkst, ich spreche in dem Moment eigentlich schon mit deiner eigenen Stimme in dir zu dir. Weil die Stimme der Sprecher, wo du jetzt sagst, das bin ich, zu dem dieser Stimme, dieser Klangcharakter gehört, wenn du zum Lesen anfängst. Da ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Aber wer erlebt das jetzt, während du liest? Wer hört dann dem Sprecher eigentlich zu, der in dir spricht, wenn du auf ein Blatt Papier schaust? Das bist du. Du bist der, der das erlebt, nicht der, der spricht, nicht die Gedankenstimme, nicht der Sprecher, den du dir körperlich ausdenkst. Also spricht doch Gott zu dir. Aber spricht er nicht aus jedem Buch, selbst aus der Bildzeitung, wenn du die Bildzeitung anschaust, spricht auch Gott zu dir. Du selbst. Alles, was in einem Traum passiert, ist, weil der träumende Geist es träumt. Die komplette Loslösung, einfach schlichtweg das erste und das zweite Gebot halten. Sich kein Bild mehr von sich selbst machen und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Wie oft hast du das jetzt schon gehört mit einem Ron-Programm, wenn du Geist jetzt sagst, ich bin der Ron? Über tausende Male. Und zehntausende Male an einem Ausgedachten, von dir Ausgedachten, doch, brichst du das und hörst nicht drauf. Da brauche ich kein Intellekt, mich einfach zu Disziplin in den Mund zu halten. Früher habe ich immer wieder gesagt, wenn du schon was raus hast, dann lass das, bevor du das äußerst, in deiner jetzt gespielten Rolle, lass es durch einen Holofeeling-Scanner laufen, ob das jetzt überhaupt sinnvoll ist, da das rauszuhauen. Dann wirst du feststellen, dass du fast überhaupt nichts mehr sagst zu anderen. Außer Stickschnack. Ich sage jetzt der Rolle entsprechend, auf der Bühne, was man halt so spricht. Aber nicht philosophieren, du musst mit Gedanken von dir nicht philosophieren. Das alles kann nur ein Allereinziger verstehen, nämlich der, der sich's ausdenkt. Es wird aber niemals irgendwas Ausgedachtes von dir, kein Mensch, kein Computer, gar nichts, kein ausgedachter Geist wird es verstehen. Es kann nur ausgedacht, es kann nur von dem verstanden werden, der sich selber ausdenkt. Es macht allein, es macht Angst. Holofeeling macht in so vielen Fällen Angst. Aber Angst nochmal, die Angstreaktion, die jetzt entsteht. Das ist der zweite. Ich sage, Gefühle, die du Geist erlebst, werden einzig erzeugt durch dein fehlerhaftes Werte- und Interpretationsprogramm. Und du hast es zu vervollkommnen. Ich nehme dir wirklich nichts weg. Ich nehme dir doch dein Haar nicht weg. Ich will dir was Neues geben. Aber das Haar, dieses Programm, dieses extrem primitive Affenprogramm wehrt sich mit aller Gewalt, das Geschenk von mir anzunehmen. Das ist das, was ist. Und ich zwing's dir nicht auf. Und da ich diesbezüglich vollkommen herzlos bin, ich lasse dich bis in alle Ewigkeit leiten, bis du das Geschenk annimmst. Du klammerst dich an deinem Weidezaun und jammerst in einer Wort alles, was dir wichtig erscheint, was dir Sicherheit gibt. Das ist ein elektrischer Weidezaun. Du kriegst einen Schlag nach dem anderen vom Schicksal. Das sind die Schicksalsschläge. Mein Golfballbeispiel. Es sind drei Schläge vorgesehen, dass du ein Hole in One. Ich hole dich wieder zurück in den einen. Aber ich habe dir einen freien Willen gegeben. Du musst auf meine Gebote nicht achten, Bronn. Und dann muss ich halt öfter auf dich draufschlagen. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du nicht dahin fliegst, wo ich dich jetzt genau hinsetze mit einem Schlag. Ja. Und die Freiheit führt dich ständig in die Irre. Die größte Illusion eines normalen Menschen ist, dass er glaubt, er hätte einen freien Willen.
Einer der größten liegen überhaupt. Du hast ein Programm, das die illusioniert, dass du einen freien Willen hast. Wie hat unser Jung gesagt, die einzige Freiheit, die ich habe, erkennen zu dürfen, dass ich keine Freiheit habe als Figur in einem Traum. Und ich habe auch keine Freiheit als der träumende Geist. Und selbst diese Erkenntnis muss mir Gott einfallen lassen, sonst hätte ich sie nicht. Weil ein träumender Geist keinen Einfluss nicht drauf hat, dass ihm das einfällt. Das ist das erste Geschenk. Ja. Ansonsten spielt eine Rolle weiter. Da mischen wir uns nicht ein. Ich sage das nicht oft genug. Du mischst dich ständig ein. Den Ärger, den sich welche aufheizen, dass sie in die Klapse kommen oder sonst was, wo dann angeblich Holofeeling dran schuld ist und du bist ja verrückt. Ich sage, ich würde mir wünschen, dass du verrückt wirst, dass du ein außergewöhnlicher Mensch wirst, dass du lernst, außer deiner anerzogenen Gewohnheiten zu denken. Deine anerzogenen Gewohnheiten, das ist das, was du Logik nennst. Das stellt dich auf ein Gleis, wo du nicht die geringste Freiheit hast, so wenig wie ein Zug auf den Schienen. Du hättest die Freiheit, dieselben Sachen anders zu sehen, wie deine Logik dir das vorschreibt. Ich sage immer wieder, mach dir die anderen Sichtweisen und Perspektiven, die dir bisher zuwider waren oder als falsch erschienen sind, zu eigen. Es sind genau die Sachen, die du zu deiner Heiligung, zu deiner Vervollkommnung brauchst. Und das ist ein intimes Spiel, das muss in dir ablaufen. Da musst du mit den Figuren als Brösel und der Brösel musst du mit überhaupt keinen reden. Was nicht heißt, dass du das nicht darfst. Ich würde es dir sogar anraten, aber nur unter der Voraussetzung, dass du erkannt hast, dass dein Gegenüber neugierig ist, dass hinter der Maske ein Geist steckt. Geist von unserem Geist. Sobald einer diskutieren will oder dagegen ist, ändert sofort das Thema und redet mit dem Schnickschnack-Geschichten. Du willst missionieren. Das ist die Quelle deines eigenen Leides. Du willst Gedanken von dir missionieren. Mehr sind die Menschen nicht, die du dir ausdenkst. Jetzt lassen wir es gut sein. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen kleinen Nachschlag gemacht. Super. Das war der zweiteilige Selbstgespräch. Zwei Teile. Spiel noch eine Runde Brösel und freu dich deines Lebens. Ist natürlich klar, dass ich jetzt das nicht zum Ron und zur Ariane sage, sondern zu denen, der sich das Gespräch ausdenkt. Ja. Tschüss. Ciao.